Hallo und herzlich willkommen zu unserem Karfreitagsmoment hier am Heliandkreuz zwischen Bad Bevensen und Emmendorf. Tag des Kreuzes, ja, das ist der Karfreitag. Heute vor knapp 2000 Jahren starb Jesus von Nazareth an einem solchen großen Kreuz. Aufgehängt, verspottet, verdurstet und gequält. Eine der grauenvollsten Arten, überhaupt zu sterben. Was für ein Leid. Als er angeklagt und verurteilt wird, flieht Jesus nicht, sondern nimmt dieses furchtbare Schicksal an, um damit zu zeigen, dass Gott nicht irgendwo in der Ferne über den Menschen wohnt, sondern dass er auch mitleidet mit dieser Welt. Für die gute Sache. Für ein lebenswertes Leben, das alle Menschen im Blick hat, egal wo oder wie sie leben. Durch diesen ersten Karfreitag, durch dieses aufopferungsvolle Sterben jenes Jesus von Nazareth, ist das Kreuz, ist jenes grauenvolle Folterwerkzeug zum Hoffnungszeichen geworden, zum Symbol des Christentums, ein Mutmacher für alle Christinnen und Christen. Dieses Kreuz, vor dem wir stehen, setzt ein Zeichen in die Welt, dass ich auch, wenn wir's nicht sehen, Gottes Geist zu uns gesellt, uns bestärkt in schweren Zeiten, trostvoll uns zur Seite steht und bei allen Schwierigkeiten unseren Kreuzweg mit uns geht. Ja, das Kreuz ist ein Wendepunkt. Es verändert alles, wie die Theologen sagen. Und ist es nicht ein solcher Wendepunkt, den wir uns wohl alle gerade wünschen? Nach einem Jahr voller Beschränkungen, Lockdowns, unguten Nachrichten, der Angst, sich anzustecken und der ständigen Frage, wie wird es wohl weitergehen? Und auch ganz unabhängig von dieser Pandemie haben wir als Menschen ja das ein oder andere Päckchen mit uns rumzutragen. Lasten, die auf unseren Schultern liegen. Manchmal sogar so schwer, dass das Vorwärtskommen fraglich wird. Wie groß ist da der Wunsch nach einem Wendepunkt im Leben, wo nicht mehr Lasten, sondern das Gute dominiert. Ab dem nicht mehr Probleme, Ärger, Frust das Leben bestimmen oder gar Ängste, Schmerzen oder sogar der Tod. Sondern die Leichtigkeit, die Liebe. Und das Leben. Der Karfreitag will so ein Wendepunkt sein. An jenem ersten Karfreitag macht Jesus durch seinen aufopferungsvollen Tod am Kreuz deutlich, dass Gott das schlimmste Leiden dieser Welt auf sich nimmt. Und er schafft damit einen Ort, an dem jede Frau und jeder Mann ihre bzw. seine Sorgen, Ängste und ihr Leiden abladen können.
Nicht der Tod ist mehr das Ende. Es geht weiter, ganz gewiss. Wenn an jenem Karfreitag vor knapp 2000 Jahren Jesus am Kreuz nach seinem letzten Atemzug stirbt, dann ist das österliche Leuchten schon am Horizont zu vernehmen. Darum stehe ich auch heute hier, auf dieser Anhöhe, auf der das Heliandkreuz in die angrenzende Landschaft hineinragt. Hier steht das Symbol des Wendepunkts, an dem Tod, Sorgen und Ängste selbst ihr Ende finden. Und in diesem Horizont wird bald das österliche Morgenlicht aufleuchten. Jeder und jede von uns kann am Kreuz seine bzw. ihre Lasten ablegen. Denn Gott nimmt an diesem Ort alle Lasten auf sich. Wir hören die Geschichte des Karfreitags, die Geschichte von Jesu Tod mit Worten aus dem 19. Kapitel des Johannesevangeliums. Da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt werden konnte. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz zu dem Ort, der Schädelplatz heißt, auf Hebräisch Golgatha. Dort wurde Jesus gekreuzigt und mit ihm noch zwei andere, einer auf jeder Seite und Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild oben am Kreuz anbringen, auf dem geschrieben stand: Jesus der Nazaräer, der König der Juden. Viele Juden lasen das Schild, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, lag nahe bei der Stadt. Die Inschrift war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes sagten zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie waren zu viert und jeder erhielt einen Teil. Dazu kam noch das Untergewand, das war in einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander: Das zerschneiden wir nicht. Wir lassen das Los entscheiden, wem es gehören soll. So ging in Erfüllung, was in der Heiligen Schrift steht: Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Genau das taten die Soldaten. Nahe bei dem Kreuz von Jesus standen seine Mutter und ihre Schwester. Außerdem waren Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala dabei. Jesus sah seine Mutter und neben ihr den Jünger, den er besonders liebte. Da sagte Jesus zu seiner Mutter: Frau, sieh, er ist jetzt dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Sie ist jetzt deine Mutter. Von dieser Stunde an nahm der Jünger sie bei sich auf. Nachdem das geschehen war, wusste Jesus, dass jetzt alles vollbracht war. Damit vollendet würde, was in der Heiligen Schrift steht, sagte er: Ich bin durstig. In der Nähe stand ein Gefäß voll Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, dann legten sie ihn um einen Isopbund und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem Jesus den Essig genommen hatte, sagte er: Es ist alles vollbracht. Er ließ den Kopf sinken und starb. O Kreuz Jesu, Zeichen dieser Welt, hier stehe ich, um mein Leiden zu begraben, meine Not und Ängste nicht mehr zu ertragen und frei zu werden unterm Himmelszelt. Du bist der Wendepunkt des Lebens, Gott geschenkte Freiheit von der Not. So sehr hast du für uns gelitten, hinein bis in den bitteren Tod. Bleib mir tief in meinem Sinn und führe mich ganz zum Leben hin, dass bei dir begraben bleiben alle bitteren Traurigkeiten.
Jesus ist tot, gestorben für uns alle. An seinem Kreuz ist Platz für alles, was uns auf der Seele liegt. Und darum findet ihr auch am heutigen Karfreitag an der Dreikönigskirche ein Holzkreuz, auf dem ihr all das, was euch im vergangenen Jahr belastet hat, auf kleinen Zetteln notiert festheften und ablegen könnt. Gott nimmt es auf sich. Und es dauert nicht mehr lang. Dann bricht das Licht des Ostermorgens an. Bleibt gesund und gesegnet.